So entstehen Pandemien. Warum haben tödliche Viren häufig dieselbe Herkunft? Unsere Spurensuche liefert Antworten. Viele Länder buhlen um Touristen, viele Reiselustige sind aber verunsichert. Die Kolleginnen und Kollegen vom Kassensturz bieten heute Abend einen Online-Chat an, rund um Umbuchungen und Annullationen von Reisen. Rechtsexpertinnen und Experten beantworten ihre Fragen noch bis um 10:30 unter srf.ch/kassensturz. Ebola, Corona, Schweinegrippe. Immer wieder lösen solche Viren Pandemien aus, weil sie den Sprung vom Tier auf den Menschen schaffen. Mein Kollege Arthur Honecker wollte darum wissen, ist die nächste Pandemie nur eine Frage der Zeit? Zusammen mit Carmen Köppel hat er sich aus dem Homeoffice auf Spurensuche gemacht. Zehntausende Tote, der Alltag lahmgelegt, die Weltwirtschaft abgewürgt. Ja, Corona gibt uns zu denken, auch mir persönlich, weil sich mein Alltag völlig verändert hat, klar. Aber auch, weil das hier nicht meine erste Pandemie ist. Es war 2009, da habe ich für SRF aus Mexiko über den Ausbruch der Schweinegrippe berichtet. Ein Ausnahmezustand, der uns heute allerdings sehr bekannt vorkommt. Atemschutzmasken, diese kleinen Fläschchen mit Desinfektionsmittel. Man solle sich nicht mehr die Hände schütteln. Die Schweinegrippe als Spiegelbild von Corona. Aber da ist noch mehr. Allein in den letzten 20 Jahren. Da haben wir 2002 SARS gesehen, 2004 die Vogelgrippe, 2012 kam MERS, 2013 war es Ebola. Und ja, jetzt eben Covid-19. Eine Seuche nach der anderen und das in einer Zeit, in der die Welt ja eigentlich weiterentwickelt ist als je zuvor. Ist die nächste Pandemie damit nur eine Frage der Zeit? Das ist so. Da geht es im gleichen Stil weiter, da kommt wieder ganz plötzlich etwas. Bei den neuen Krankheiten rechnet man ja, dass etwa 70% von neuen oder sogenannten Emerging Diseases von Tier auf den Mensch überspringen. Also das Paradies für die Übertragung von Viren, jetzt in diesem Kontext, sind die sogenannten Wet Markets. Das sind die Tiermärkte, wo man auch immer wieder so in der Zeitung, in den Medien lesen tut, wo wirklich alles, was kann laufen und kriechen und fliegen zusammenkommt, das kommt eben auch lebend zusammen. Und durch das gibt es natürlich einen sehr, sehr engen Kontakt zwischen dem Tier, das auf diesen Märkten gehandelt wird, und dem Mensch. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wie schon bei SARS dürfte auch diesmal das Virus von einer Fledermaus stammen. Und Ground Zero dieser Pandemie ist erneut ein Wildtiermarkt. Warum, wenn das Risiko doch bekannt war, wurden solche Märkte nicht längst geschlossen? Das ist eine sehr gute Frage, warum es die noch gibt. Sicher, weil die in sehr, sehr vielen Ländern zur Kultur und zur Tradition gehören. Der Grund, warum es Wildtiermärkte gibt, wo die Tiere dann auch geschlachtet werden, sind solche Länder, wo die Kühlkette nicht eingehalten werden kann. Also in dem Moment, wo ich ein Tier nicht schlachten kann vor Ort und dann gekühlt transportieren kann, besteht natürlich das Risiko für Verderb vom Fleisch. Tradition also und Frischfleischüberlegungen. Dafür aber die Gesundheit von Millionen Menschen aufs Spiel zu setzen, das wird jetzt auch in China immer stärker hinterfragt. Nach Wuhan und nachdem es die ersten Berichte darüber gab, Vermutungen, dass es auch seinen Ursprung auf einem solchen Nassmarkt hatte, hat es natürlich auch grosse Aufschrei in der Bevölkerung, dass man gesagt hat, wir müssen eigentlich vor allem mal mit der Gewohnheit aufhören von Wildtieren essen. Und es gibt auch Provinzen, die jetzt auch schon ein bisschen im Vorpreschen sind und auch gesagt haben, wir wollen grundsätzlich jetzt den ganzen Handel mit den Wildtieren verbieten. Zwar zum Beispiel Guangdong, der gesagt hat, ab Mai soll das gelten. Zudem wächst international der Druck. Über 230 NGOs haben in einem offenen Brief an die WHO gefordert, dass Wildtiermärkte weltweit verboten werden. Die größte Gesundheitskrise unserer Zeit könnte so gesehen auch eine Warnung sein. Denn wie gefährlich, wie tödlich die nächste Weltseuche wird, das weiß niemand. Wenn wir die nächste Pandemie wirklich verhindern wollen, dann reicht es nicht, Lager mit Schutzmasken und Desinfektionsmitteln anzulegen. Was es braucht, ist ein Umdenken darüber, wie der Mensch mit Tieren umgeht. Das sagt Kollege Arthur Honecker. Das Video wurde in den sozialen Medien bereits tausendfach geteilt und ebenso fleißig kommentiert.
Was denken Sie über ein Verbot von Wildtiermärkten? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung. Führen Sie die Diskussion weiter auf Twitter, Facebook und Co. mit dem Hashtag 10 vor 10.